Es ist das Highlight für Leipzigs Galoppsportfreunde. Mit dem traditionellen Aufgalopp am 1. Mai startet die Rennsaison 2014. 20.000 Besucher sind dieses Jahr ins Scheibenholz gekommen, sogar noch mehr als erwartet. Zum Wetten, zum Sehen, zum Gesehenwerden. Und auch sie sind vor Ort, die Tierbefreier e.V. Sie wollen ein deutliches Zeichen gegen Tierausbeutung setzen. Wir wollen eben darauf hinweisen, dass Pferde auch fühlende Lebewesen sind, dass sie Bedürfnisse haben, dass sie niemals sowas wollen würden, dass sie dazu getrieben werden mit sehr gewalttätigen Dressurmethoden. Ein Pferd braucht natürlich Bewegung, aber das kann es sich auch alleine holen. Dafür braucht es niemanden, der ihnen auf dem Rücken sitzt und sie die ganze Zeit dabei auspeitscht. Pferd Ladylove scheint das ähnlich zu sehen. Das Tier will partout nicht in seine Startbox und muss mit vereinten Kräften hineingetrieben werden. Der Freude der Besucher tut das keinen Abbruch. Pferderennen, das ist in Leipzig eben ein gesellschaftliches Event. Und es ist einfach schön, Freunde treffen, Pferde schauen. Sie hat gerade gewettet, fast gewonnen. Abwechslung, ein bisschen rauskommen. Man sieht sehr viel an lustigen, netten Kostümen. Vor allem an attraktiven und kreativen Kopfbedeckungen mangelt es an diesem 1. Mai auf der Rennbahn nicht. Künftig wollen die Veranstalter mit sogenannten Themenrenntagen noch mehr und vor allem junge Leute auf die Rennbahn locken. Ob ihnen das gelingt, wird sich an den vier anderen Renntagen der Saison zeigen.